Guten Morgen, guten Mittag, guten Abend, gute Nacht zur neuen Folge, einem Let's Try von Project Zomboid. Ihr habt es vielleicht schon mal gehört, wo das geht, glaube ich, gerade momentan viral auf Steam mit äußerst positiven Bewertungen und so weiter. Ich dachte mir so, okay, gut, schauen wir uns mal an, weil ich mag jetzt Zombie-Spiele, ne? Seven Days to Die und so weiter. Turns out, ne, dass es ein ganz schön heftig hartes Spiel ist. Und zwar habe ich bisher noch keine Einstellung gefunden, wo ich theoretisch laden könnte. Das heißt, wenn ihr gebissen werdet irgendwo oder sterbt, dann ist rum. Dann müsst ihr einen neuen Charakter machen. Die Welt bleibt. Das heißt, euer Charakter, der nachher stirbt, rennt dann in diese Welt rum und ist dann auch Zombie. Aber das ist... ne? Ich habe da... Letztes Mal habe ich mal so ein Custom-Ding gemacht. War das nicht bei Einzelspielen? Neues Spiel mit den Mods? Herausforderung? Nee. Schleichen, kurz und dann kämpfen, am besten für mein Überlebende. Längere Lebensdauer von wem? Von mir? Wir machen einfach mal Baumeister. So, ist es nicht so schwer. Erkunden und Landschaftsspielung eine entspanntere Erfahrung. Das heißt, wir haben trotzdem noch Zombies, schätze ich mal. Ja. Spiele ich dann jetzt in den gleichen Maldro, wo ich auch gespielt habe? Keine Ahnung. Wir machen einfach mal. So, Charaktereigenschaften. Wir haben durch ein paar Punkte. Und der Witz an der Sache ist, dass wir uns für Mali, ich meine, ihr Rollenspieler kennt das wahrscheinlich alles, für jeden Mali, den ich mir hier reinpacke, kriege ich Pluspunkte, die ich wieder bei einem Boni sozusagen hinzupacken kann. Das heißt, wenn ich mir ein Mali hinzupacke, was mich in meinem Spielstil sowieso nicht betrifft, dann kann ich mir damit extra Punkte und kann mir irgendwelche anderen Vorteile zusammenbasteln. Das aber hier zu machen, das ist auch wirklich schlafgestört. Langsam rückt keine Möglichkeit während des Schlafens. Untergewichtig, ermüde schnell beim Laufen, minus 1 Fitness, übergewichtig, Analphabet, kann keine Bücher lesen. Ja, was ein Buch. Couchkartoffel, sehr geringe, gibt halt, gibt halt nicht wesentlich mehr Punkte, die anderweitig, taub. Habe ich denn nur Musik im Spiel, oder? Okay, Sonntagsfahrer, sehr langsamer Fahrer, ist mir egal, das mache ich. Ich fahre wahrscheinlich sowieso relativ wenig. Feige. Oh, die Panikattacken. Ja, das hatte ich auch mal. Das ist echt ätzend. Wenn man panisch ist, dann muss man irgendwie Bücher lesen und sonstiges Zeug machen, um sich wieder in Stimmung zu bringen. Weil total panisch kann man zum Beispiel nicht schlafen. Und wenn ich nicht schlafen kann, dann erhole ich mich nicht gescheit. Also es ist echt ein bisschen furchtbar. Langsameres Sichtbarkeitsfading. Schusselig. Bewegt Inventar gegen schnell. Das geht gar nicht. Macht mir Geräusche beim Bewegen. Magenleiden. Erhöht die Chance auf Lebensmittelvergiftung. Wird im Freien panisch. Hey, supi, das wird ein tolles Let's Play. Wird gesunder Appetit. Muss öfters essen. Nee, wir lassen. Ja, mit 9 Punkten lassen wir das mal. So, wir machen noch ein bisschen anmutig. Oh. Was packen wir uns da noch rein? Naturbursche. Boah, das machen wir mal. Ist mir jetzt wurscht. Sicht bei Nacht ist mir egal. Appetitlosigkeit. Ist eigentlich auch mal eine gute Sache bei Survival Games. Aber an Essen hat es mir bisher nicht gemangelt. Also das kann ich echt... Manchmal läuft es einfach... Hä? Was macht das? Na, wir nehmen das einfach mal. Darm aus Stahl. Stahldarm. Oh, Schnellleser. Das ist sehr schön. Das machen wir auf jeden Fall. Wir haben noch einen Punkt über. Egal. Nehmen wir mal so. Weiter. So, wir machen mal einen Typen. Die Hipster-Variante. Mit dem Standardbart. Die sie ziemlich alle haben. Clark und Geroid. Zerzaust. Ja, das passt eigentlich. Ich dachte, da kann man. Da gibt's. Das ist nur Optik, ne? Es ist völlig egal. So. Das ist die Endzeit. Ich kann das Intro in Anführungszeichen mal laufen lassen. Es gibt keine Hoffnung zu überleben. Okay, und jetzt bin ich wieder von der Asche auferstanden, oder was? Es ist... Ja? Passiert da noch was? So bist du gestorben. Ah, ja. Ich verspringe das jetzt einfach. So, fertig. Also, lalala, wie SD und so weiter fort. Ich spiele einfach mal. Sieht ein bisschen aus wie Sims, ne? Also, die Grafik ist
Ich würde mal sagen, nicht gerade AAA. Aber sonst im Prinzip geht's eigentlich. Ist okay. Ja, wenn jetzt hier. Also WASD ist nicht in seiner Blickrichtung, sondern wenn ich A drücke, geht er links. Wenn ich D drücke, geht er nach unten. W nach oben. S nach unten. Ne? Relativ simpel. So, Umgebung. Das ist mein Inventar. Gibt's hier noch irgendwas? Braunes. Wir nehmen alles. Aber überladen sein ist auch so ein Dings. Da nehmen wir. Brauner Zucker. Brauner Zucker. Backform. Damit kann ich nicht kochen. Ich bräuchte auch irgendwie noch ein Kochutensil. Man kann auch, wenn man hier drin steht, sieht man hier die ganzen einzelnen Teile. Kann man hier so durchgehen. Dosen sind super, solange man einen Dosenöffner hat. Obwohl, die Sardinen kann man, glaube ich, so aufmachen. Wir nehmen nur zumindest alles. Zack, 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 zack. Ich bin beim letzten Spiel hergegangen und habe mir praktisch immer in einem Haus alles gesammelt. Das heißt, wenn ich gestorben bin, hatte ich immer noch das meiste meines Zeugs. Brause, Nahrungsmittel, Butter. Ja, die Brause nehmen wir mal mit. Wir sind schon wieder bei 10 Kilo von 12, die wir tragen können. Das ist ein bisschen kleine Zahlen, ne? Ich hoffe, ihr könnt sie sehen. Aber das ist natürlich, ja, gefroren. Das brauche ich jetzt nicht mitnehmen. Frischmilch, Butter. Butter, das ist einfach so. Ich wickle das ein Stück Speck und esse es einfach. So Homer Simpson-like. Da läuft irgendwie ein Radio oder Fernseher. Was gibt's hier? Nischt. Oh Gott, hier gibt's nischt. Weil er kann, hat die magische Fähigkeit, in Schränke reinzugucken, bevor er sie geöffnet hat. Da ist nichts drin. Hier so. Kugelschreiber. Hören wir mal einen mit. Zeitschrift gegen die Langeweile oder Panik, um also runterzukommen. Gegen Panik, glaube ich, weiß ich nicht. Bestimmung, Geräteinstellung. Da können wir auch VHS, genau, wir können auch VHS-Kassetten reinpacken. Schalten die mal aus. Bin nicht ganz sicher, ob das Zombies anlockt. Obwohl wir eigentlich jetzt, naja, die einfachere Variante gemacht haben. Ah, das war der Trailerpark hier. Ist in dem Müllhaufen was? Ist da was? Ne, ist nix. Gehen wir zum nächsten. Wir haben jetzt immer noch keine Waffe. Und der letzte ist, wenn wir keine Waffe haben, können wir gegen Zombies überhaupt nichts ausrichten. Denn der schubst. Ja, da ist schon einer. Ach, scheiße. Ich habe keine Waffe. Ja, noch einer. Ja, eine entspanntere Dingens. Ja, von wegen. Wenn ich renne, mache ich natürlich viel Geräusche. Ist die Frage, ob ich denn die Spawn-Rate der Zombies erhöhe. Sonst spaziere ich einfach mal weiter. Aber es ist nett mit der Map hier unten. Das hatte ich in den vorigen Spielen nicht. Da musste ich mal M drücken und warten, bis der Herr sich bequemt hat, die Map aus der Hosentasche zu ziehen. Ich habe auch nichts, mit dem ich das Glas rausnehmen kann. Sonst würde ich auch das Fenster steigen. Das wär, weil es ist immer nicht ganz ungefährlich mit so Glaszeug. Aber ja, hier ist nicht. Nein. Kann ich das so aufmachen? Oh, die Nerven. Da ist auch einer drin. Ich muss gucken, ob ich hier irgendwie erstmal ein Brotmesser oder irgendwas finde. Gibt es hier gar nichts? Oder habe ich das schon leer geräumt? Nein, da war ich doch noch gar nicht. Weil der fällt nämlich nahe durch das. Oh, ich kann nicht. Nein! Ja, ne, sieht er. Und ich bin auch schon. Ich kann ein bisschen am Boden rumtreten. Okay, ach so, ich kann am Boden treten. Das ist ja nett. Ja, dann kann ich ja doch was gegen die tun. Das dauert nur ewig. Okay, jetzt kaputt. So, mit dem Endmatschgeräusch. Ist der jetzt drin? Der ist drin, oder? Achso, der hat das andere Fenster. Ja, mach halt alle kaputt, ist mir wurscht. Ich hätte gern irgendwie ein Fleischerbeil oder irgendwas. Ist denn hier gar nichts? Was ist das? Da ist ja echt nichts hier. Lesebrille. Wow. Damit kann ich mich, hey, ja, halt. Mach ich sie platt. Ich brenne ihnen die Augen aus. Vor allem, ich bin blutend. Ich habe da auch noch keine. Warte mal, habe ich nicht irgendwo Klamotten? Hier liegen noch nicht mal Klamotten rum.
Ist drin? Nö, klebt da. Ja, ja. Eiscreme. Das ist auch nicht wirklich brauchbar. Machen wir mal auf. So, und dann hoffen wir, dass wir den verteidigen können. So, in die Eier. Weil ich blute. Ich sollte demnächst mal irgendwie... Na, da hängt zwar ein Geschirrhandtuch, aber ich glaube, ich kann das nicht nehmen. Das war knapp. Ich würde mir gerne... Ich bräuchte mal irgendeine Waffe. Ist die Frage, ob ich den erwischen kann... Kann ich... Sag mal. Ich weiß nicht, wie lange die mir folgen. Aber, also, es ist jetzt nicht gerade wirklich eine entspannte Erfahrung. Ich bin auch schon panisch. Ah ja. Ein Verband ist nötig, ja. Ja, ich hätte gern auch was. Wenn mich dieses Spiel mal in Ruhe lassen würde. Also mein Rekord war, glaube ich, 2 Tage und sowas, was ich überlebt habe. So, kriege ich jetzt hier irgendwas? Gabel. Gitterpfanne. Kann ich mir jetzt zuschlagen? Jetzt? Hat sie erschrocken. Wow. Schneidebrett. Teekessel. Gibt's hier nix? Tomatenmark. Gib mir eine Zeitschrift. Ah ja. Komm her, ja? Ah, das sind 2, das ist ja schön. Ja, cool. Cool. Ja, das reicht mir nicht mehr. Hm? Naja, kratzblutend, ihr seht schon, das war's. Ich kann mich nur bewegen. Ja, und so geht das dann jeden Tag und jedes Spiel, mehr oder weniger. 2 Stunden. Das heißt, wir können uns gerade wieder einen neuen Charakter machen. Dieser mal einfach zufällig ist mir jetzt taub, mache ich nicht. Taub mache ich nicht. Kurze Klinge, Normalmedizin, Stärke. Warum? Naja, wir spielen als Sascha Lobo. Langeweile, ja, das ist mein geringstes Problem hier. Chips, was? Achso, das heißt das Zeug, was ich habe. Gewürzgurken, Frischzeug, Dosen, Hundefutter. Ah, aber das können wir zumindest mal nehmen, das Geschirrtuch. Ich glaube, damit kann ich wenigstens mal ein paar Verbände machen. Tranchiergabel. Kann ich das primär ausrüsten? Nee, ist keine Waffe. Gut. Wäre auch zu schön gewesen. Marinara. Pasta. Oh, Schokolade ist gut. Schokolade nehmen wir mit. Eigentlich können wir das eigentlich alles nehmen. Komm. So, als erste Essensration. Spatel ist auch eher so... Geh weg. Das bringt uns auch nicht wirklich viel. Frisch, Dosen, Hundefutter. Was ist denn los? Mit Löffelchen kann ich auch nicht. Ich muss den Löffel nicht weg. Ah, das kommt mir sehr bekannt vor. Das war, glaube ich, mein letztes Mal in Spawnhaus im letzten Game. Also, wo ich ständig gespawnt bin. Aber hier sind nur Bücher. Ich nehme es mal schon mal mit, aber ich bleibe wahrscheinlich so hier in der Gegend. Das Erste, was ich brauche, ist irgendwie eine Waffe. Das hier ist dieser Zockerraum. Elektronischer Schraubenzieher. Ja, ist schon wichtig, aber... Fachzeitschrift, Kugelschreiber, Tischlerei. Ah, Tischlerei nehmen wir mal mit. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob man die Kiste von vorne wegbauen kann. So, als Tischler kann ich halt, ja, Fensterrahmen zu verbarrikadieren. Ich kann Boxen bauen. Kopfkissen. Hey, das ist natürlich hier. Reisetasche. Oh, das ist gut. Auf dem Rücken tragen. Dann bin ich extra Tralala Space. Voll leistungsfähig mit 2 Händen. Warte mal. Kann ich den als Waffe nehmen?
Und dann singe ich Singing in the Rain und dann haben alle Angst und hauen ab. Pinzette ist erste Hilfe. Obwohl ich auch noch nicht ganz sicher war, für was ich die eigentlich brauche. Augen-Make-up, ja genau. Es ist genau das, was wir brauchen. Warte mal, kann ich die Vorhänge entfernen? Genau, die Laken. Und dann kann ich normalerweise hergehen und kann das zerreißen. Und dann habe ich zumindest Stofffetzen. Damit kann ich mich zumindest mal bandagieren. Ich wollte noch irgendwas zerreißen. Weiß ich nicht mehr. Schulrucksack. Auf dem Rücken tragen. Wieso ist der... Ich hatte ihn doch gerade im Rücken. Egal. Ach so, ich habe den Schulter... Warte mal, ich habe... Was ist der Unterschied? Der hat 15. Baseball! Hallo! Ja, das ist ja mal was. Jetzt sehe ich also echt aus wie so ein linker Autonomer. Ja. Damit können wir arbeiten. Also gegen einzelne Zombies, ne? So, vielleicht nutze ich auch wieder das gleiche Haus wie vorher als Basis. Ja, ja, komm, geh weg. Ja, echt aus mit den Skinny-Hosen und dem Basie und dem Rucksack und dem... Sieht echt aus wie so ein... Okay. Wir schließen mal, wollen nicht, dass Leute nachkommen. Da ist auch nicht nüscht hier. Genau. Ach ja, schön. Oh. Nein, nein, nicht. Dreh dich doch um. Das war jetzt, glaube ich, schlecht. Ich hoffe mal, ich bin nicht irgendwie gebissen oder gekratzt oder irgendwas. Das war jetzt natürlich doch. So ein kleiner Spielfehler macht euch schon das ganze Spiel kaputt. Gebissen und infiziert. Eigentlich kann ich wieder aufhören zu spielen. Kann eigentlich schon aufhören zu spielen. Weil infiziert kriege ich nicht weg. Es gibt kein Gegenmittel. Zumindest nicht im Early Game, schätze ich mal. Schön. Okay, egal, wir spielen weiter. Eine Uhr holen wir uns mal, dann kriegen wir oben rechts die Uhrzeit. Sakko. Gibt es irgendwelche Klamotten, die besser sind? Was die Hausschuhe bringen sollen, weiß ich bis heute nicht. Fallen stellen, oh, das haben wir noch nie gesehen. Okay. Was haben wir hier? Frisch ungekocht. Wir nehmen das mal und tragen es einfach alles rüber. Nein, nicht anbringen. Nehmen. Was ist das da? Packen das alles mal in den Kühlschrank. Ich bin mir nicht sicher, ob das gekühlt werden sollte, aber die Tatsache, dass es Kühlschränke gibt, ne, sagt mir, dass Zeug eventuell verrotten könnte. Also hier haben wir auf jeden Fall genug zu essen. Und jetzt packen wir... Ah ja. Zacki. Zacki. Die beiden Löffel lassen wir mal hier. Das gehört jetzt eher so da oben hin. Leerer... Oh, es ist doch... Nein. Da. Wo ist den da? Genau, da haben wir noch hier... Manchmal ist es ein bisschen durcheinander. Löffel. Schüssel. So, den Hammer lassen wir mal drin. Ich hatte noch irgendwas. Ich hatte noch so eine Reisetasche. Wenn ich die primär ausrüste. Was habe ich denn da drin? Das gleiche, auch ein Hammer. Nee, ist ein Schulrucksack. Ach, ich habe sie primär aus. Ja, ich habe sie primär ausgerüstet. Nein, primär will ich natürlich meinen Basie haben. Alles ein bisschen schwieriger. Auf dem Rücken tragen, bitte. Wasserflasche. Wasserflasche. Okay. Habe ich... Ah, da ist ein Dosenöffner. Hervorragend. Zumindest könnte ich hier die Dosen aufmachen. Ich mache es hier gerade mal die... Ah, das war ein anderer. Das war ein anderer Charakter gerade eben. Das war der vorige, wo ich die ganzen Dosen hatte. Ich habe hier keine Dosen. Egal, ich mache mir den ganzen Essen hier rein. Pasta. Die Schokolade nehme ich mit. Die Tortilla.
Tier, Chips, Trockener. Ungekocht, Fertiggericht. Das mache ich aber auch noch. Das ist nicht mehr frisch. Gefährlich und ungekocht, okay. Das lassen wir einfach mal. Cracker und Brot. Ja, ist alles ein bisschen... Ach, das Geschirr, du wolltest zerreißen. Das war's. Kann ich nicht. Das ist schön. Toll. Vielen Dank dafür. Geschirrtuch. Dann packen wir das Geschirrtuch zu dem Geschirrtuch. Keine Ahnung, was ich damit machen soll. Geschlossene Regenschirm, Pinzette und Gedöns. Jetzt habe ich dann immer noch 8 Kilo. So, hier könnte ich zumindest mal was trinken am Waschbecken. Sonst gucken wir nochmal ein bisschen durch. Wir haben auf jeden Fall frisch ungekochte Pasta. Oh. Ach so, die steht in ihrem Boden, die steht im Herd. Aber die könnte man eigentlich gerade mal in den Herd packen, ne? Dann kochen wir die doch mal. Und kochen ist nicht auf den Herd draufstellen. Nein. Man stellt sie in den Herd rein und schaltet dann den Herd an. Und dann muss man hier wie ein Luchs mit der Maus drüber halten. Warten, bis es kocht. Na komm. Kocht es. Und das geht, wenn gekocht, in Millisekunden direkt, zack, in angebrannt über. Es gibt, also zwischen gekocht, also zwischen fertig gekocht, weil ist noch ungekocht, ne? Und zwischen angebrannt gibt es keinen Unterschied. Also das ist eine Mikrosekunde, wo man dann irgendwie den Herd ausschalten muss. Es ist sehr, sehr, sehr fragwürdig. Aber gut. Unglücklichkeit plus 20. So, ausschalten. Wieso? Genau, verbrennt. Nein, es soll nicht verbrennen, ich nehme es weg. Aber wieso werde ich von... Entschuldigung, wer wird von frisch gekochter Pasta unglücklich? Unglücklichkeit plus 18. Liebes Spiel. Frisch gekochte Pasta. Da werde ich glücklich. Ich werde da glücklich. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Aber es ist... ne? Das ist jetzt... Chips, wäre ich davon glücklich? Ich werde zumindest nicht unglücklich. Ich esse jetzt alle Chips. Die ganze Tüte. Soll ich mich von Chips ernähren? Trockene Rahmen, du. Was haben wir noch? Cracker, Frischbrot. Hä, aber ist doch gekocht? Frisch gekochte Pasta. Besser heiß. Ist es nicht heiß? Oder muss ich es noch länger drin halten? Ich blick das nicht. Packen wir noch rein, weil hier steht da, wenn ich jetzt einschalte, dann verbrennt es wahrscheinlich weiter. Genau, jetzt verbrennt es. Das soll es aber nicht. Ich glaube, ich muss mal ins Wiki gucken, wie koche ich Pasta? Weil ich will das jetzt gar nicht essen. Weil erstens geht mein Hunger nicht runter. Ich werde nur unglücklich davon. Hä? Ich mach mal Marinara. Also Pasta dazu. Langeweile minus 4. Schön. Was ist denn mit den gekochten Leuten falsch? Guck mal hier zum Beispiel. Frisch ungekocht. Super, ja. Schüssel mit Suppe. Ganz einfach. Minus 15 Hunger. Unglücklichkeit minus 20. Wieso macht eine frisch, eine ungekochte Schüssel mit Suppe minus 20 Unglücklichkeit und frisch gekochte Marinara-Pasta macht Unglücklichkeit plus... Ich müsste die Facecam anmachen und gerade ein ganz komisches Gesicht machen. Ich blick's nicht. Es ist sehr komisch. Aber egal. So, ich würde mal sagen, das ist so die erste Folge und mal gucken, ob wir damit weiterspielen. Also, ich spiele es immer wieder mal so ein bisschen, höre dann immer nachts um 1, 2 frustriert auf, weil ich immer wieder gefressen und gewissen und infiziert werde. Ich meine, hier sind wir auch schon zum Tode geweiht, haben wir gesehen. Hier ist es schon wieder schmutzig, die kann man natürlich dann abnehmen und dann neue drauf machen. Ne? Die kann man auch sterilisieren mit dem Wassertopf, ganz so viel tun hier. Aber im Endeffekt hilft es einem nichts, weil man stirbt sowieso nach ein paar Tagen. Also, mit diesen depressiven Worten
Macht's gut. Bis zur nächsten Folge. Vielleicht. Ciao, tschüss. Adios.